Hallo und damit ein recht herzliches Willkommen zurück bei mir zu einer neuen Folge von Modellbahn Update. Ja, wie man hier unschwer erkennen kann, gab es in der Spurgröße 0 schon mal eine neue Lok. Und zwar wäre dies die Pico 143 in Lackierung des Erfurter Bahnservice. Ein Exklusivmodell, was ich mir zugelegt habe von einem Händler. Und ich muss wirklich sagen, das Modell hat Pico sehr gut umgesetzt, ist limitiert, 500 Stück, ich weiß gerade gar nicht, ob es überhaupt noch Varianten zu kaufen gibt, aber das ist auf jeden Fall die DC Analog Variante. Es kommt dann nochmal noch ein Decoder rein, aber da im Moment ja Chipmangel herrscht, wird es wohl noch ein, zwei Brüchlein dauern, bis die Lok dann voll digital auf meiner Anlage unterwegs ist. Aber weil ich sie ja testen will, habe ich sie hier heute auf meine Testanlage gestellt, die aktuell im Umbau ist, wie man unschwer erkennen kann. Weil der äußere Gleis soll in H0 verbleiben, wahrscheinlich. Oder der innere, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und der jeweils andere Gleis wird dann in H0M umgesetzt. Ich denke aber mal, dass der innere H0 wird und der äußere H0M. Und dann wird es hier vorwärts gehen. Jo. Würde ich jetzt einfach mal sagen, lassen wir kurz die Maschine hier mal die relativ kleine Runde über mein noch fertig Gelände als Testanlage drehen. Also auch gute Fahreigenschaften, passt soweit alles ganz gut, nur hier klar, bei diesen Rampen hier am Berg sind ja nun doch keine 3% hier, muss man ein bisschen Gas geben. Deswegen sieht es damit auch so aus, wie es aussieht, weil es halt eben Baustelle ist. Ja, die andere Richtung, wieder Lichtwechsel weiß-rot, ganz klassisch natürlich. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur zweiten Lok. Diese ist auch schwarz, aber nicht von Pico, sondern von Rocco. Ja, und da haben wir dann auch schon meine zweite Neuheit, und zwar ist es die MRC 182 von Rocco. Für die Lok habe ich natürlich auch passend jetzt nicht den Güterzug, sondern auch den EC8 oder 7, was ist von Rocco vorgestellt, mit Zuglauf Hamburg-Kur. Der soll dann auch in Zukunft auf meiner Anlage sein, wahrscheinlich aber nur als verkürzte Variante mit 6 statt dem vorbildsgetreuen 8 Wagen. Weil 6 Wagen reichen, glaube ich, aus, dass man doch bei einer Zuglänge von 30 cm pro Wagen bei schon 1,80 m und bei, ich sage mal, den vorbildgetreuen 8 Wagen haben wir bei 2,40 m und das wäre dann doch vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ja, das Modell ist jetzt noch nicht zugerüstet, ist aber typisch Rocco-mäßig ausgestattet, muss ich dann mal noch zurüsten, Tage. Das bedeutet vor allen Dingen erst einmal noch die Scheibenwischer Frontpartie fertig machen und dann kann das Modell eigentlich in den Anlagen einsetzen. Sie hat natürlich, wie man gehört, auch eine Vollversionsausstattung mit Sound. Ich würde sagen, wir lassen den Zug mal noch abfahren.
Und wie man unschwer erkennen kann, der Bahnübergang, den habe ich zwar eingebaut, den ich mal gekauft habe für relativ geringes Geld. Aber leider ist er beim Aufbau zerstört worden, sodass eine Funktion des Bahnübergangs leider nicht möglich sein wird. Ich werde jetzt dann wahrscheinlich die zweite Hälfte werde ich auch mal noch irgendwie runterbringen. Und dann wird der einfach als Zur-Bahnübergang hier so bleiben. Es kommt dann noch eine Lichtsignalanlage dran. Aber die Bahnschranke wird sich jetzt nicht im regelmäßigen Betrieb öffnen bzw. schließen. Ja, das K-System habe ich auch mal wieder am Laufen. Und jetzt kommen wir aber zu der Stelle, wo ich eigentlich hin wollte. Und zwar haben wir ja hier hinten diesen schönen fallenden Baum von noch, den ich nochmal neu eingebaut habe, nachdem es mit dem alten so gut geklappt hat. Und ich habe es jetzt auch angeschlossen an einen Reed-Kontakt, den ich hier mit so schönen Magnetchen auslöse. Die muss ich noch dazu befestigen, habe ich bisher noch nicht so richtig hingekriegt. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Aber wenn ich jetzt hier mit diesen Magneten auf die Stelle gehe, fällt halt eben der Baum runter, sodass dann halt eben in Zukunft es so sein kann, wenn hier Züge drüber fahren, alle werden es nicht sein, aber ich denke mal, die Hälfte werde ich damit ausstatten, dass dann halt eben der Baum, wie gesagt, hier nochmal Magneten ausgelöst, halt eben hier umfällt. Dasselbe kommt dann auch drüben hin an der Bahnschranke mit der Lichtsignalanlage, mit den Reed-Kontakten, dass das auch funktioniert und so ein relativ reibungsloser Ablauf erfolgen kann. Nun kommen wir zur letzten neuen Lok, die ich mir zugelegt habe. Auf geht's! Ja, und auch das ist wieder mal ein Taurus von Rocco. Den habe ich günstig gebraucht bekommen, ist auch schon 20 Jahre alt, aber fährt immer noch relativ schön und gut. Und ich denke mal auch nicht, dass es irgendwie schlecht ist, hat zwei alte Platine drin. Aber für ein Modell ohne Sound reicht es, glaube ich, aus für den guten Preis, für den ich es bekommen habe. Es hat leider wahrscheinlich, muss ich nochmal drunter gucken, aber es hat RP25 Radakzent und durch meinen schönen groben Schotter hier ist die Lok dann beim Fahren etwas lauter. Deswegen wird die Lok wahrscheinlich in Zukunft auch erstmal nochmal umgebaut werden müssen, bevor sie in den täglichen Anlageneinsatz darf. Gut, machen wir die Lok wieder aus, damit es ein etwas ruhigeres ist, obwohl der Bus ja noch fährt und der ja auch nicht gerade der leiseste ist. Aber es soll es für heute erstmal gewesen sein von mir. Ich würde mich dann wieder einmal melden, wenn es Neuigkeiten bei meiner Modellbahn gibt. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Man sieht sich, oder ja, man sieht sich hier. Euer Thüringer Waldzug.